Letzter Tag für die deutsche Fußballnationalmannschaft in Budapest. Hier in der ungarischen Hauptstadt hat sich die Mannschaft von Hansi Flick nochmal auf das Spiel jetzt gegen Italien, das letzte Nations League-Spiel, vorbereitet. Und der Bundestrainer hat hier auf der Pressekonferenz sehr kritische Töne verloren. Ja, ich schon gedacht habe, dass wir ein bisschen weiter sind, aber hat nichts mit der Spielidee, mit der Philosophie zu tun, auch dem Willen, den Einsatz der Mannschaft, sondern eher in dem Vertrauen, was die Mannschaft letztendlich auf den Platz bringt. Vertrauen in ihre eigene Qualität, dieses auf dem Spiel umzusetzen. Wir sind teilweise ja, einfach von der Dynamik her, die wir auslesen können, das machen wir teilweise nicht ganz so, dass wir Tempo ins Spiel bringen, dass wir dann, man muss einfach auch so sagen, jetzt gerade Ungarn hat das sehr gut gemacht, die haben die Räume eng gemacht. Und wenn wir mal in den Räumen waren, dann hat die Überzeugung gefehlt. Die Überzeugung, positiv das fortzusetzen, den Gegner dann letztendlich zu Problemen Problemen zu stellen. Und das waren die Dinge, die wir besser machen müssen. Ja, gegen die Italiener soll der erste Sieg nach 4 sieglosen Spielen eingefahren werden. Hansi Flick, der wird wieder auf Manuel Neuer zwischen den Pfosten vertrauen. Kevin Trapp, der hätte ja eigentlich mal die Möglichkeit gehabt, jetzt nach seiner heroischen Leistung mit Eintracht Frankfurt in der Europa League von Anfang an zwischen den Pfosten zu stehen, aber das ist keine Option. Ich denke, dass es da für mich auch entscheidend ist, gerade gegen solche Mannschaften wie jetzt bei der Nations League, auch zu spielen. Ich bin nie ein Spieler gewesen, der Spiele herschenkt, das weiß man, glaube ich. Aber dennoch weiß ich auch, dass meine Konkurrenz, die Teuter, die jetzt neben mir stehen, bei uns im deutschen Kader auch Top-Leistungen gezeigt haben, denen ich auch sehr dankbar bin für die Trainingseinheiten, die wir zusammen erlebt haben, jetzt auch mit dem Andreas Kronenberg. Und das passt einfach, das stimmt. Und es macht jeden Tag auch Spaß, zusammenzuarbeiten. Und das hebt mich natürlich vielleicht auch ein bisschen auf ein anderes Niveau. Ja, heute Abend geht es zurück für die deutschen Spieler nach Deutschland. In Düsseldorf wird sich die Mannschaft dann versammeln. Morgen steigt das Spiel um 20.45 Uhr in Mönchengladbach gegen die Italiener. Hansi Flick, der könnte da wieder auf Leroy Sané zurückgreifen, der ja gegen Ungarn überhaupt nicht gespielt hat, gegen England nur kurz gespielt hat. Den ein oder anderen Wechsel, den wird es geben. Auch Ilkay Gündoğan ist eine Option wieder für die Startelf. Für Hansi Flick und die Spieler ist nur wichtig, endlich mal wieder einen Sieg zu erringen.